RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Nun stehe ich hier schon 2 Stunden am Bahnhof und nichts von Moa zu sehen. Ob dem was passiert ist? Nicht, dass der im Gleisbett liegt. Ich meine, der steigt ja öfter so aus. Na. La Cucaracha, la Cucaracha, na. Mord, bist du's? Bist du's echt? Bist du's jetzt wirklich? Lass dich anfassen. Was? Das ist sicher eine Fangfrage, Alter. Da muss ich mal überlegen. Moment, also mal grübeln, Mord. Bist du es wirklich? Soweit ich weiß ja. Ich sehe so aus wie Mord, ich spreche so wie Mord, ich laufe so wie Mord. Ich werde wohl Mord sein, wa? Also ich bin es, ja. Oh Mann, Alter, ich hab dich eben an meinem Fenster vorbeifliegen sehen und dachte echt schon, das Bier ist hier übelst stark. Aber als du dann nicht wiedergekommen bist, musste ich dein Bier trinken. Und dann war klar, du warst es. Stimmt, Alter. Naja, du weißt doch, ich wollte nur mal kurz aufs WC. Naja, da laufe ich so durch die Abteile und da stand ein Schild oben an der Tür mit WC. Ich drück den Hebel runter und zack, erfasst mich eine Böe und schon bin ich rausgeworfen worden. Ach du Scheiße. Die haben ja hier kein automatisches Verriegelungssystem wie in Deutschland. So schaut's aus, Lenny. Auf jeden Fall lande ich direkt im Nachbargleis, im Gleisbett. Und mit der Rübe habe ich Bekanntschaft mit dem Gleis gemacht. Und? War's gemütlich? Wie gemütlich? Im Gleisbett meinst du? Naja, geht so. Aber auf Dauer ist das sicher nicht gesund, da rumzuliegen. Das mag schon sein. Naja, Hauptsache dir geht's gut. Und alles ist okay. Aber ich frage mich echt, wie das passieren konnte. Du meinst die Aktion mit den WC-Schildern über die Ausgangstür zu hängen? Ganz genau. Ich meine, das können doch nur Kranke sein, die sowas machen. Quatsch, Alter. Als ich rausgeknallt bin aus dem Zug, stand da ein kleines blondes Mädel. Und die hat sich voll weggeballert vor Lachen. Naja, egal. Hauptsache, du bist fit. Die verklag ich. Ich schwör's dir. Ich geh jetzt zur Polizei. Apropos kühles Blondes. Das könnte ich nun auch gebrauchen. Um was zu essen. Hier ist ja die Paella berühmt. Und genau, ich weiß, was wir machen. Wir gehen jetzt eine Sangria tanken. Mann, du kennst selbst hier noch die Kneipen. Aber Sangria, das klingt gut. Da bin ich bei. Mann, Mord. Bei dir ist Hopfen und Malz Stammgast. Mord, Bildung für den Arsch. Setzen 6. Paella ist keine Kneipe, sondern ein landestypisches Reisgericht mit so einem Fischzeugs drinne. So, jetzt erstmal zur Polizei und dann geht's rund. Klingt einleuchtend. Bevor du vor Gericht kannst, musst du erst zur Polizei. Aber Lenny, was willst du in meinem Bullen? Ist irgendwas passiert? Wurdest du überfallen? Oder willst du dir einen Alkoholtrinkberechtigungsschein holen? Nee, ich nicht. Aber irgendwie wolltest du doch eben zur Polizei gehen. Irgendwas machen. Was war denn da nochmal? Mensch, Mord. Du, ich hab's vergessen. Ich wüsste nicht, was ich da sollte. Also mein Bester, lass uns mal zu Paella gehen, einen Sangria trinken und noch ein kühles Blondes. Unterwegs können wir ja was zu essen holen und dann schauen, was wir uns in Madrid ansehen können. Geile Idee. Die können von mir kommen. Wir haben Karten für den Stierkampf heute Abend. Ich freue mich da schon die ganze Zeit drauf. Die Sombreros sind ja voll gut, wie die mit den Stieren umgehen. Das ist einfach der Hammer. Die Idee war übrigens wirklich von dir. Hast du eben selbst vorgeschlagen. Aber ich glaube, du meintest Torero. Manchmal glaube ich echt nicht, dass dein Gedächtnis bei dem Blitzschlag beschädigt wurde. Ich meine, du kannst dich voll gut an Sachen erinnern. Das ist echt irre. Blitzschlag? Schon gut, Mord. Schon gut. Auf geht's. Wohin? Wir wollen was trinken in Madrid. Aber du, um 19 Uhr muss ich bei Caro daheim sein. Also muss schnell gehen. Außerdem wollen wir ja noch die Stiere sehen. Mensch, Mohat, wir sind in Spanien und Caro ist in Berlin. Selbst mit der Concorde bist du um 19 Uhr nicht pünktlich da. Es ist ja schon 4:30. Mann, stimmt ja. Ich wusste aber was. Egal, lass uns in die Paella. Ganz genau.